One 2015 Dance Festival. Wir sind hier schon mit dem nächsten Interviewpartner und hier sitzt neben mir kein geringerer als Dennis Kuyu. Dennis, grüß dich. Jawohl, hi, grüß dich. Geht's dir gut? Ja, alles super. Bist du gut angekommen? Gerade eben angekommen und ich habe noch nicht die Stage gesehen, aber es hört sich auf jeden Fall gut an. Also ja, ist das dein erstes Mal Airbeat One? Nee, ich hatte Airbeat One schon mal vor 2 Jahren gespielt, aber damals war es noch ein bisschen klein. Das war das erste Mal Airbeat One. Ich glaube, vor 2 Jahren war so eine Castle Stage, da war das ein bisschen so auf Ritterburg gemacht, oder? Ja, genau, richtig. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, also diesmal ist es extrem fett. Es ist so ein halbes Kolosseum, haben die hingestellt. Ja, also von hinten hier sieht es schon fett aus. Bin gespannt, wenn ich gleich auf der Stage bin. Du wirst auf jeden Fall Spaß haben. Glaube ich, ja. Momentan ist ja immer noch aktuell deine Single Lift, die auf Protocol Recordings rauskam. Genau. Die ging ja so, also das war ja mit einer so der Nummern, die auch extrem nach oben ging. Also ich habe das in diversen Forums, bei Facebook wurde das so spekuliert auch. Also das Ding wurde ja hochgehypt und gespielt von Abermillionen. Wie ist das, wenn du so eine Nummer fertig produzierst, und sie dann zu einem weißt du dann schon, auf welchem Label du sie release? Weil jetzt zum Beispiel Protocol, bist du mit Niki da per Du oder wie kam das zustande? Ja, also ich kann das schon ungefähr abschätzen, so vom Stil des Tracks. Dann weiß ich so ungefähr so, wo passt es am besten hin. Ich möchte natürlich mit einem Track auch die bestmögliche Fan-Community ansprechen. Also beispielsweise, ich habe ja auch Releases auf X-Zone. Richtig, und genau, richtig. Und X-Zone hat ein bisschen eine andere Fanbase als Protocol. So. Und das entscheide ich dann so nach dem Track. Also ich möchte ja die richtigen Leute ansprechen. Also du möchtest auch dann dementsprechend mehr Hörer generieren. Genau, richtig. Weil wenn wir jetzt mal so gucken, einer deiner erfolgreichsten Remixe momentan für Pep & Rush. Ich muss auch sagen, also selten so einen überragenden Mix gehört. Dankeschön. Also super geil umgesetzt. Danke. Das ist ja auch, also gar nicht so, wie man sagt ja gern typisch, aber man hätte das, ich glaube, vom Kuyu nicht so erwartet, so diesen Sound. Dass das so knackig, was macht der Dennis denn da? Ja, ein bisschen härter, glaube ich, als üblich. Ne? Ja, ich probiere halt gerne neue Sachen aus. Also ich habe nie Lust, mich selber zu wiederholen. Ich möchte immer gerne neue Sachen ausprobieren, auch vom Sounddesign her, vom Mixing und so. Also da gehe ich immer gerne ein bisschen links und rechts. Das finde ich aber gut, das macht einen Künstler auch dementsprechend aus. Ich denke, ja. Du bist ja auch Studio sehr versiert, also du bist ja so einer der wenigen, die wirklich alles komplett selber machen und Richtig, bist komplett so ein eingesessener Studiojunge. Ja. Wie machst du das denn? Also du bist ja festivaltechnisch komplett unterwegs. Du spielst, jetzt muss ich kurz mal gucken, Ultrasonic, Nature One, Greenfields, kommt alles. Ja. Du bist ja nur unterwegs. Wie ist das dann so für dich als Studiobastler, so unterwegs zu sein? Dein Kopf muss doch explodieren quasi. Ja, also ich muss zugeben, das war in 2013. Da war das erstmal so ein Jahr, da war es alles ein bisschen zu viel für mich. Ich konnte das nicht so genau koordinieren, weil das war das erste Jahr, wo ich dann wirklich sehr viel unterwegs war. Und das war neu für mich. Dann konnte ich das nicht so richtig abwägen. Wie mache ich das jetzt mit der Studiozeit? Aber in dem einen Jahr habe ich das dann so gelernt. Ab und zu mache ich das dann so. Jetzt habe ich es ab 2014 so gemacht, dass ich mir auch mal eine Auszeit gönne. Also okay. So 3 Wochen Minimum. Das habe ich im Januar jetzt gemacht, dieses Jahr im April auch nochmal. Und gucke ich dann, dass ich vielleicht irgendwie im Herbst vielleicht das nochmal mache. So auf jeden Fall, dass ich so eine Studiozeit am Stück habe. Und ich habe einen Vorteil, und zwar ist mein Studio bei mir in der Wohnung. Das ist halt geil, weil... Aber da stelle ich mir jetzt eine ganz besondere Frage. Wie ist das mit Familie? Nichts vorhanden. Ah, gut, okay. Ja, ja, ja. Weil man kennt das ja so im Zuhause, wo das ist, dann... Ja, auf jeden Fall. Nee, das gibt Stress. Also ganz klar. Aber das ist momentan noch nicht so der Fall. Richtig, genau. Das ist einfach kein Platz dafür momentan. Okay, weil es halt wirklich so tourmäßig einfach so viel unterwegs bist. Genau, ja, das ist einfach so, ja. Aber kommt. Ich hoffe. Auf jeden Fall. Wie ist das, wenn du unterwegs bist? Ich meine, dir musst ja quasi, wenn du auf... egal, ob du im Club spielst oder im Festival... So ein Producer wie bei dir, da muss das doch rattern. Skizzierst du dann auch unterwegs und machst du dann Vorskizzen, Melodien und findest du das dann im Studio? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe meinen Laptop immer dabei, mein MacBook und das ist so, da habe ich so ein Studio-Setup quasi auch draus. So die Basic-Sachen, die ich halt brauche. Und dann, wenn ich eine Idee habe spontan, dann will ich auf jeden Fall immer auch manchmal teilweise, wenn ich von der Show zurückkomme, dann gehe ich ins Hotelzimmer und hast du auch eine Idee? Genau, und versuche das kurz einzufangen. Und dann, wenn ich später irgendwann dann ins Studio komme, dann mache ich meinen Laptop auf und gehe mal die Ideen durch. Und dann stelle ich halt fest, so teilweise ist dann Crap dabei, das war halt von nichts, ja klar. Und dann was mit Lift? Ist Lift so entstanden? Lift war ein längerer Prozess. Okay. Also das war so, ja, das habe ich ja mit den 2 Schweden zusammen gemacht. Genau. Und das war so eine spontane Idee, die hatte angefangen mit einem komplett anderen Sound. Das war so eine gleiche Melodie, aber komplett anderer Sound. Okay.
Und die Idee ist uralt gewesen eigentlich. Und dann hatten wir irgendwie mal so nach 2 Jahren das wieder entdeckt und dachten, ey, da hatten wir doch mal was angefangen. Einfach hier mal die Schublade aufmachen. Genau, richtig. Manchmal ist ja auch so, dann nach so ein paar Jahren hat man neue Sounds, hat sich ja weiterentwickelt, auch produktionstechnisch. Ja. Und dann hat man wieder eine andere Perspektive auf so eine Idee. Und so ist das dann durch den langwierigen Prozess entstanden. Genau, richtig. Du hast ja deine Radioshow, die ist ja sehr erfolgreich, die Soundcheck Sessions. Die hieß aber vorher anders. Ja, richtig, die hieß vorher Bongbastic. Ja, genau. Ja. Wie kam der Namenswechsel? Ich hatte irgendwann die Schnauze voll von dem ganzen Bong-Kram. Okay, ja, einfach mal einen Haken dran machen. Ja, irgendwann dachte ich, war mal lustig, aber irgendwann ist dann auch gut. Ja, okay. Und dann wollte ich jetzt ein bisschen was, nicht seriöseres, aber ein bisschen was, was so mehr on point ist, also was auch die Sache besser beschreibt und deswegen als Soundcheck. So. Also weil, das Schöne finde ich ja, der Name lässt ja viel Spielraum, weil was ich toll finde ist, du machst in deinem Podcast nicht nur den klassischen, ich sag mal jetzt EDM-Sound, sondern du machst ja auch mal eine ruhige Nummer, startest oft mit einem deepen Track. Immer sehr gerne, ja. Und fängst dann halt eine gute Rolle und dafür passt der Name ja auch sehr gut. Genau. War das auch so, wo du gesagt hast, es braucht was Neutrales und das passt ganz gut rein? Genau, also zum einen, weil ich halt eine größere Bandbreite spielen möchte in der Radioshow, das zum einen, und weil ich auch gerne mal so Demos spiele von Fans, die mir halt zusenden. Ich habe da diese E-Mail-Adresse soundcheck@denniskuje.com. Die findet ihr unten nochmal auch in der Videobeschreibung. Hauen wir nochmal mit rein, dann könnt ihr ihm zubombardieren mit allen möglichen Demos. Sehr gerne, immer. Das höre ich auch tatsächlich rein, also es kommt immer sehr viel pro Woche. Ich gehe das durch und dann habe ich dann meistens immer so einen Favoriten am Ende und den spiele ich dann auch. Und das nenne ich dann immer Talent of the Week. Finde ich super geil. Machen deine Kollegen von Jules und Sparks ja auch, habe ich gestern erfahren. Stimmt, ja. Ist ja für die Newcomer da draußen optimal. Ja. Aber da machst du ja auch noch was ganz Besonderes. Und du hast ja auf Twitch jetzt vor kurzem deine Sound Session Lesson, Volume 1, glaube ich, war das. Ja. Und also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, du erklärst einen Track oder erklärst einen gewissen Titel, hörst aber auch neue Tracks rein von anderen User. Genau, richtig. Also erklär das doch mal einfach so für die, die es noch nicht wissen. Genau, also das war ein Livestream aus dem Studio direkt von mir. Ich habe das mit der Webcam aufgenommen und da konnte man sich einloggen. Und das war so, glaube ich, eine Stunde haben wir es gemacht. Ich habe dann erstmal angefangen, dass ich zwei Projekte von mir aufgemacht habe. Ja. Also bei mir im Studio bei Cubase und dann das mal so durchgegangen. Ich weiß ja ungefähr, was die Leute interessant finden. So welcher Synthi, wie machst du deine Kickdrum oder so. Genau, wie geht die Bassline und so, wie ist der Leadsound, wie ist das Layering und so bla bla. Genau. Das würde ich einmal so durchgegangen, hab's halt erklärt, das fanden die Leute sehr interessant. Und, das glaube ich. Ja. Und danach habe ich mir nochmal, glaube ich, so 20 Minuten Zeit genommen, wo die Leute mir dann so Links geschickt haben in dem Chat. Weil das in diesem Stream ist dann ein Chat, wo auch Leute die ganze Zeit Das ist Fragen bei Twitch ziemlich können. Vorteilhaft, dass genau, du das direkt das ist, im Live so ja, organisiert das macht echt kannst. Spaß, das ist, ist schon sehr cool. Dann haben die mir die ganzen Links geschickt und ich habe dann so irgendwie 4, 5 Demos durchgehört und habe dann versucht, Feedback zu geben. Da waren auch, muss ich sagen, ich glaube 2 Demos waren dabei, die waren echt gut. Da war ich richtig überrascht. Da dachte ich, wow, okay. Ist schon krass, was die Leute teilweise so hobbymäßig Aber das finde ich gut, stellen. Dass du so einer bist, der sagt, ich öffne mich da gern für Neues und unterstütze, wo ich da noch kann, weil machen ja auch nicht viele, weil viele sind mit sich so sehr beschäftigt. Ja, ich meine, klar, kann ich nicht jeden Tag machen. Ne? Aber, ganz klar. Aber ich denke mir immer so, ich hatte zum Beispiel selber sehr lange gebraucht in der Anfangszeit. Ich hatte so 4, 5 Jahre gebraucht, um zu so einem Punkt zu kommen, wo es dann langsam gut wurde. Und da erinnere ich mich halt dran und denke mir, ja, hätte mir mal damals jemand ein bisschen mehr geholfen, dann wäre es halt schneller geworden. Und, okay. Dennis, was kommt als nächstes? Ich Remixe jetzt, oder Singles, was ist ich geplant? Ich als nächstes eine Single, die kommt auf Protocol. Das ist ein, genau, ein Vocal-Track mit Amber Shepard. Und, da hast du ja einer der Stimmen überhaupt, die ja, genau, mit dir wollte ich schon lange mal zusammenarbeiten und wir hatten immer so einen richtigen Track gesucht, die richtige Idee. Weil sie auch eine sehr trancige Stimme hat, aber das könnte mit deinem auch richtig gut funktionieren. Ja, also so. Halt, sie steht auch so auf die Melodien und den Kram und sie ist aber auch sehr picky, also sie ist sehr künstlerisch, das mag ich aber auch gerne. Also sie weiß genau, was ihr gefällt und woran sie arbeiten möchte, woran nicht. Okay, Remixe irgendwas in der Richtung oder sagst du erstmal Originale? Original auf jeden Fall, ja, da kommen noch einige. Also ich habe immer noch den Track mit Thomas Gold, da mussten wir die Vocals ändern, das war eine längere Geschichte, hatte ich übrigens auch im Twitch erklärt. Ja. Und, Vocals haben wir kannst geändert, ja, Track ist jetzt ja nachher nochmal drauf ansprechen, er ist ja nochmal hier, der Auf Thomas. Jeden Fall, ja, genau, auf jeden Fall, der kommt ja auch nachher. Ich schnack nachher noch mit ihm, ich sag, hast du jetzt die Vocals für Dennis fertig? Ja. Genau, mach das mal, ja. Unbedingt. Werde ich aber auch hier spielen gleich. Okay, also können wir dann auch schon gespannt sein, dass wir, spielst du die mit Amber Shepard auch? Genau, ja klar, auf jeden Fall auch, die Nummer und dann, ja, die mit Thomas Gold heißt Never Alone, das ist jetzt der neue Titel. Ja. Hieß früher Torn Apart und jetzt und auch auf Protocol. Never Alone, genau, kommt auf Protocol. Ja. Bist du da erstmal, wo du sagst, Protocol ist genauso? Ja, ich fühle mich da sehr wohl, ja. Cool. Also, geben sehr guten Support und sind sehr gut organisiert und haben auch eine große Fanbase. Also das stimmt. Nicky ja sowieso, der haut ja gut was rein. Ja.
auf jeden Fall. Ich wünsche dir nachher viel, viel Spaß auf dieser Mainstage. Ja, rock das Haus, ich höre dir auf jeden Fall zu. Ja. Und mach weiter so tolle Musik. Und ich finde es cool, dass du so junge Künstler supportest. Das macht nicht jeder. Und alles Gute für dich. Dankeschön. Und alle Infos zu Dennis Curio findet ihr auch nochmal auf der, ja, in der Videobeschreibung unten oder auf Facebook. Links hauen wir unten mit rein. Und ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Airbeat One. Wir gehen nochmal übers Festivalgelände, würde ich sagen. Ach so! Stopp, ganz, ganz wichtig. Ja. Wir haben ja noch eine Club Sounds CD. Ah, okay. Die Summer 2015. So, da hat der Niki auch schon unterschrieben. Fett hat unterschrieben, etc. Alles klar, und, muss ich auch. Unbedingt. Der Dennis wird auch noch unterschreiben und die Verlosung, das sagen wir später nochmal, wie das funktioniert. Das machst du auch nochmal. Mach ich, klar, natürlich. Siehst du, mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann wünsche ich dir viel Spaß auf der Airbeat, aber vorher kriegst du noch einen Gummi in die Hand. Alles klar. Achso, wir müssen noch Tschüss sagen. Obligatorisch. Alles klar. Super, danke. Ciao. Mega. Cool.